Sich um den Inhalt des Verlieses. Wir müssen die Leute von ihnen fernhalten. Versperren Sie diese Tür und lassen Sie sie überwachen. Wie steht es eigentlich gerade bei der Sache mit Evans? Wen interessiert's? Dies ist ein weiterer Hinweis auf die verwunschenen Verliese. Du glaubst wirklich an die verwunschenen Verliese und suchst sie zu finden und dabei nennst du meinen Bruder verrückt, weil er das genau dasselbe getan hat. Selbst wenn ich mich gegenüber einen Idioten erklären würde, dann nicht hier, wo die Gefahr besteht, von Hogwarts zu fliehen. Sie hat recht, ich sollte Rowan mal erzählen, was ich gehört habe. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letztes Mal habe ich aus Versehen nicht verabschiedet, ich habe falsch geschnitten. Das gehörte ursprünglich zum anderen Video. Aber ja, wir werden jetzt auf jeden Fall nachher mit Rowan gehen, weil es gerade noch nicht geht. Aber sorry Leute, ich habe das ein bisschen zu dumm geschnitten. Also letztes Mal halt. Und ja, langweilig irgendwie, das jetzt mit Rowan zu machen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ich überlege jetzt gerade wirklich mal. Einfach mal so rumwischen. Okay, gehen wir erstmal hier raus. So. Oh, Duellier-Advent. Ich glaube, da gehen wir auf jeden Fall jetzt mal hin. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hin, Leute. Okay, dann mal los. Also, ja, hier. Hier ist der Duellierraum, natürlich im Kerker. Okay. Dumbledore, oh mein Gott. Da ist Dumbledore, das wusste McGonagall. Mir gefällt dieser Ort nicht. Okay, das ist irgendwie so. Also. Okay, was sagt jetzt Dumbledore? Hallo. Wie das aussieht. Willkommen in Hogwarts Duellier Club. Okay, danke schön. Nett von Ihnen, Professor. Ich grinse erstmal. So, Merula denkt sich so, ich werde mich beweisen. Dieser Raum wurde vor Jahren als sichere und überwachte Einrichtung gebraucht, damit die Schüler das Duellieren üben können. Ihnen sind bestimmt die Schäden durch die zahlreichen Feuer und Explosionen im Laufe der Jahre aufgefallen. Nein, erst jetzt. Diese Schäden sollen daran erinnern, dass gegen Freunde oder Feinde gerichtete Zauber bleibende Folgen haben können. Duelle sind zwar ein Sport, können aber auch dein Leben retten, wie viele Zauberer aus dem Zauberkrieg noch aus erster Hand berichten können. Ja. Meine Eltern auch, Dumbledore. Sie waren richtig böse. Ja. Ich möchte, dass sie diese wichtige Fähigkeit lernen, bevor sie Hogwarts verlassen. Aber nur hier unten, unter Aussicht. Warum schauen sie mich so an? Okay, die Lehrer werden alle Duelle beaufsichtigen, angeführt von den Allmeister Professor Weigring. Nutzen sie diese Gelegenheit, sich selbst... okay, wir werden ihre Leistung notieren und die besten Schüler belohnen. Vergessen Sie nicht, dass die Zauber und Tränke aus den anderen Fächern Ihnen helfen werden. Genug der Worte. Oh, Junge, es ist Zeit für ein Duell. Ich habe das wohl ein bisschen, weil ich habe das halt so gemacht, was... Ich habe einfach nichts gesagt, wo ich das gemacht habe, ey. Okay, Empathie erstmal. Gehe zum Duellraum. Okay. Einmal kurz die Türe machen. Also zumachen halt. So, mal sehen. Okay, was sollen wir jetzt machen? Okay, dann können wir eigentlich Julian nicht mehr holen. Oder nee, wir gehen nochmal rein. Vielleicht geht's dann. Ja, jetzt also ernsthaft. Vielleicht geht's dann. Okay, ich hör auf. Okay, ich hör auf. Ja. Ja, ich will duellieren. Ja, was jetzt? Hallo? Hallo? Jetzt, okay. Gegner suchen. So, wir haben so Tickets. Also nur dreimal spielen. Oh nee. Oder ich glaube, das wird mit Zeit aufgeladen. Also mit der Zeit werden die Tickets erneuern. So. Painer oder so. Ist auf jeden Fall ziemlich schwach für uns. Ja, wir sind immer schon mal so mal nicht weit. Ich wette, sie macht jetzt hinterhältig. Das heißt, wir werden aggressiv nehmen. Und wir haben verloren. Naja, okay, ich habe eigentlich auch so komisch gerechnet, was es wieder auf hinterhältig ist. Und dann hat sie doch aggressiv genommen. Okay, das war jetzt mein Fehler. Expelliarmus! Ja. Ja, das packt gerade voll. Cool, und jetzt aber bitte, sie wird aggressiv, nämlich im Defensiv. Warum geht mein Handy die ganze Zeit aus? Langweilig. Oh, warum habe ich das genommen?
Ach, shit. Naja. Ich bin anscheinend doch nicht ganz so gut. Ich bin. Ja, okay, Leute, warte mal. Wieder gescheit, aber ich glaube, wir gewinnen, weil das sieht jetzt gut aus. Okay, ich sag jetzt aber nicht, was ich machen werde, ne? Ich sag nicht, was ich machen werde. Okay, mein Handy aus. Junge, willst du mich verarschen? Okay, ist für mein Handy, will mich definitiv verarschen. Ja, definitiv. Definitiv, Leute. Und ich sag ganz bestimmt jetzt nicht, was ich nehme. Und scheiß, das war nicht besonders gut. Okay, niemand kommt in die Reihe. Ja, sehr schön. Ach man, Leute. Was soll ich nehmen? Ja, okay, nehme ich das. Ja, erstmal Heizrank machen, würde ich sagen, weil. Dann wird sie definitiv ausflippen erstmal. Und damit werden wir das Duell ein bisschen auf Spannung und Nervung zu haben. Sie rastet gerade total aus. Ja, du kleiner Slytherin. Also ich schätze mal, sie ist Slytherin. Das sieht man so irgendwo. Nee, man sieht es ernsthaft nicht. Kann ich da nicht wohin? Ist mal nicht ernst. Okay, shit. Ich glaube, es wird doch nicht so gut enden. Also klar, ich bin eigentlich ziemlich, wenn ich das von mir aus mal sagen darf, intelligent. Ja. Aber. Und ja, das war's, Slytherin. Und wir haben 100 Euro. Geil, auf jeden Fall. Angele ist auch Slytherin. Ja, Leute, wir sehen uns jetzt. Ich habe gerade Zaubertrank im Gemeinschaftsraum gebraucht, als du besser reinkommst. Hast du Ärger bekommen oder? Autsch. Schmerzhafte Sache. Jetzt mal im Ernst, aber Leute, ich habe das gerade übersprungen, weil es jetzt so lange dauert. Narcissa, bist du in Ordnung? Ich glaube schon. Wer war das? Sie hat mich nicht eingehalten. Das ist Raid. Sie ist die bestische Quidditch-Spielerin in Hogwarts. Raid? Sie heißt wirklich so? Das ist ihr Nachname. Ich glaube, ihr Vorname ist Erika. Ich kenne sie nicht wirklich. Aber du kennst jemanden an jeden an der Schule, Penny. Ray trifft man nicht oft. Ich verbringe die meiste Zeit auf den Quidditch-Feld. Von ihr erwartet, dass wieder erwartet, dass Slytherin zum Weg in Quidditch bekannt wird. Hat sie nicht bemerkt, dass sie mich umgeworfen hat? Oder hat sie es einfach, war es ihr einfach egal? Vielleicht dachte sie, du wärst hingefallen. Erst nachdem sie mich angefangen hat. Ich glaube, es ist Ray einfach. Dann werde ich aus dem Weg nicht mehr raus. Es sei denn, du hast doch nächstes Jahr Quidditch zu schämen, wenn du einmal Quidditch in Hogwarts gehörst hast. Clean in Hogwarts gehörst hast. Nun ja, ich habe das gehört. Das ist eine völlig andere Welt. Willst du mitmachen, oder Penny? Shit. Wundert euch nicht, was das immer so schnell weggeht, wenn ich das nicht lesen kann. Ich mache das hier gerade. Ich bearbeite das hier gerade, ne? Muss ich mal vorstellen, ich bearbeite das hier gerade mit einer App. Ja, die heißt PowerPoint, die ist richtig geil. So richtig cool. Damit kann man Sachen schneiden, auch kostenlos, wirklich kostenlos. Man kann Musik hinzufügen, Sticker, man kann Sachen schneiden, zusammenschneiden. Man kann alles Mögliche kostenlos machen und man kann auch abonnieren und das ist einfach so richtig cool, die App. Also ladet die auf jeden Fall runter. Abonniert vielleicht auch mal PowerPoint. Das kostet nicht so viel Geld, glaube ich. Ja, ich glaube, es kostet nicht viel Geld. Man kann es auch einmal, glaube ich, kaufen. Aber ja. Ja, ich bin Schleimberg. Ja, ich muss das machen. Okay, ich habe gerade gar nichts gesagt. Ich habe keinen Vertrag mit denen, aber egal. Gehen wir mal in die große Halle. Ach nee, geht ja noch nicht. Mann. Scheiße. Wir werden jetzt, ja, mal sehen, was wir jetzt machen. Jetzt mal im Ernst. Also auf jeden Fall, wir werden irgendwann mal wieder Asokmi spielen. Wir werden aber da nicht so lange. Auf jeden Fall werden wir das spielen, aber muss ich noch irgendwo Energie erstmal sammeln, damit wir überhaupt eine Aufgabe machen können. Aber ich glaube,
Wir werden gleich irgendwie Nox machen. Aber das geht hier jetzt noch nicht. Okay, Leute. Ich werde nachher noch ein Buch weiterschreiben. Was ist das denn? Okay, es bleibt eigentlich immer. Das ist mir jetzt noch nie so aufgefallen. Jetzt mal ganz im Ernst. Aber wir werden auf jeden Fall noch weihnachtliche Sachen holen. Sowas von auf jeden Fall. Obwohl ich die Folge auch schon vor einiger Zeit aufgenommen habe. Das heißt, ich habe es eigentlich schon gemacht. Aber wir werden uns auf jeden Fall nachher mal weihnachtlicher anziehen. Und ein Cody Dog, Kokosstein kann man nicht. Ey, ich will nichts kaufen. Ja, dann suchen wir mal nach Futter, weil wir brauchen Futter. Genau so. Aber Leute, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe mir einen Niffler geholt. Kennt ihr diesen als fantastisches Tierwesen? Und hat Nüft so einen Niffler. Den meine ich halt immer so. Ja, am Anfang hat er Bank ausgeraubt und richtig viel Glitzersachen gestohlen. Also die haben eine Schwäche für Glitzersachen und okay, die ist definitiv einfacher Gegner. Wir werden jetzt mal, aggressiv nehmen. Und ja, sie war so unschlau und hat es genommen, was ich gedacht habe. Das war jetzt mal ein einfacher Gegner halt. So ein richtig einfacher Gegner. Ja, shit. Ach, übrigens, das ist ein Penny. Ich habe auch in der letzten Folge das. Eigentlich wollte ich einschneiden, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich habe mich einfach mit Penny unterhalten. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal drauf. Und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Heilung machen, weil Heilung macht einfach alles spannender. Versteht schon, wenn man halt das Kommando mehr kämpfen und so. Oh, ach so, ich habe das schon angehabt. Naja, egal. Also auf jeden Fall. Ja! Okay, jetzt ich hör auf. Also, wir werden jetzt aggressiv nehmen. Genau. Jetzt sie war wieder so normal, das niedergenommen. Und mal sehen, sie ist halt ein richtig einfacher und auch dummer. Ich hab's nicht gesagt. Also sie ist halt einfach nicht besonders schlau, das zu nehmen. Genau. Also, mal sehen. Oh nein. Diesmal war sie nicht so dumm. Oh. Ah, wir werden jetzt sie besiegen. Mit Ripdom Sempra. Okay, Ripdom. Ich hab's gerade gesagt. Das heißt Ripdom Sempra. Wie ich das ausspreche? Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben gewonnen und kriegen 100 Münzen. Eine Woche, ich pleite, Leute. Wir sind so richtig pleite, ey. Also, okay. Das geht jetzt nicht, nein. Ach, schade. Tschüss, Professor Flügel. Ich gehe da mal raus. Ja, sie haben niemals gemerkt, was ich an der Flügel habe. Vielleicht können wir damit Gringotts ausrauben. Damit wir so richtige Millionäre werden, so Multimillionäre in Harry Potter. Das wäre irgendwie geil. Ja, okay, du bist arg gewöhnlich. Ja. Oh nein. Ja, das ist ja ganz cool. Und wir müssen das kaufen. Nein, mach ich nicht. Wir machen auf jeden Fall schon mal das. Und jetzt haben wir doch. Genau, wir haben jetzt gleichgültig. Okay. Hallo Niffler. Ich glaube, ich taufe ihn Nifflilein oder Picket? Ja, Nifflilein passt eher. Picket werde ich mir auf jeden Fall. Cool, wir haben Geschöpfe freigeschaltet. Und was noch? Boah, warum tippe ich auch drauf? Ich weiß doch genau, was da los ist. Oh Gott. Oh, Hagrid. Mit Hagrid treffen. Dann gehen wir mal hin. Er hat ein Problem. Ein dringendes. Oh nein, Hagrid, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Hast du vielleicht ein Baroness losgelassen?
Oder dein Hippogreif? Oder hat der Hippogreif Voldemort umgebracht? Es wäre nämlich äußerst schlecht, wenn du ein Todesser wärst. Ein Todesser, meine ich. Ja, erinnern erstmal. Okay. Ja, Leute, wir sind jetzt, glaube ich, fertig. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall mal was machen. Boah, jetzt dauert das so richtig lange. Nee. Nein, ihr könnt aber auch sehen, weil ich habe hier so ein, wie lange ich schon aufnehme. 11 Minuten, 21, 22, 23, 24, 25. Und wir machen ganz kurz Stopp. Und hier sind wir wieder. Ich bin ja gerade hingegangen, weil ich neugierig war. Aber wir werden jetzt erstmal schauen. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn es jetzt nichts Besonderes gibt. Es sei denn, wir machen bei der Mannschaft mit. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich will unbedingt Sucher werden. Oder meine Schwester muss mich an. Laura, lass mich in Ruhe. Oder eben Jäger. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, man kann aber auch gar nicht in Hogwarts Mystery Jäger werden. Sucher. Das ist dann richtig doof. Jetzt dauert das wieder so lange. Nein, falsche Anschuldigung. Falsche Anschuldigung. Ich meinte, jetzt dauert das so lange. Sehr lange. So lange. Okay, ich höre mal auf. Also, mal sehen. Okay, ja, Hagrid, was ist denn dein Problem eigentlich? Wir sollen ein Tier kaufen. Das ist mich verarschen. Ich will doch keine Pferdchen. Die sind richtig dumm in der Hogwarts Mystery Welt. Vor allem, die sieht doch hässlich aus. Von daher will ich sie auch gar nicht. Hagrid, was ist jetzt dein Problem? Wo bist denn du eigentlich? Bist du Hagrid? Hagrid? Ein Hippogreif. Ich will den haben. Oh la la, ich glaube, ich kaufe mir den. Und dann lasse ich ihn auf Voldemort los. Und auf Lucius Malfoy. Und auf Draco Malfoy. Nein, Gnome sind nervig. Ich will keinen Gnome haben. Was ist das eigentlich? Oh, Picket! Ein Ballschmackel! Picket! Ich will den haben. Ich will den haben. Oh ne. Ja, Leute. Auf jeden Fall, ich breche das Video an dieser Stelle ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Abonniert. Ab 1000 Abonnenten gibt es einen Livestream. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Hogwarts Mystery. Und damit sage ich, ciao mit V.